Hilfe! Bitte! Bitte, ihr Götter, kann mir denn niemand helfen? Diese Kunstbanausen haben mich ruiniert! Ruiniert! Göttliche Winde trugen deine Schreie zu mir. Sag mir, was du brauchst. Wunderbar. Bitte, du Gütiger. Dreckige Banditen griffen mich an und stahlen mein Hab und Gut. Meine Werkzeuge sind wertlos für sie, aber kostbar für mich. Hilf mir, oder ich bin ruiniert. Zeig mir die Richtung, in welche die Diebe verschwanden, und ich werde sie strafen. Preise Zeus. Ich bin der Künstler Polykletos. Jage diese Banditen. Hol mir meine Werkzeuge. Doch halt. Wie lautet dein Name, Söldner? Ich heiße Alexios. Bei den Göttern. Kann das sein? Was? Noch nichts. Bitte bring meine Werkzeuge zurück und ich werde dich belohnen. Ich sehe dich. Ich habe deine Werkzeuge. Das glaube ich nicht. Vielleicht stiegst du wirklich vom Olymp. Ja, ich habe göttliches Blut in mir. Wunderbar. Die Dorfbewohner von Linu hatten recht. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin und könnte Begleitschutz brauchen. Was kannst du mir über dieses Dorf sagen? Linu ist nicht groß. Die Dorfbewohner und Bauern dort arbeiten hart. Sie sind sehr fest in ihrem Glauben. Sie haben mich damit beauftragt, eine Skulptur des, Adlermanns anzufertigen. Wirklich? Warum? Sie kennen deinen Namen und deine Taten. Sie halten dich für ihre Erlösung. Warum denkst du, ich hätte göttliches Blut in meinen Adern? Dein Ruf eilt dir voraus. Und die Menschen von Linu sprechen die ganze Zeit über dich. Zeig mir den Weg nach Linu. Ich bringe dich sicher dorthin. Danke. Wunderbar. Ich bin sicher, sie werden dich mit Geschenken ehren. Dann lass uns gehen. Wie hast du von diesem Dorf erfahren? Meine Lehrmeinung zur Schönheit ist weithin bekannt.
Die Priesterin des Dorfes sucht mich in Argos auf und bat mich, eine Statue für sie zu bauen. Du kamst den ganzen Weg von Argos? Sie boten mir gutes Geld. Als Künstler hat man es nicht leicht, weißt du? Und wie wird diese Statue aussehen, wenn du fertig bist? Wie du, nehme ich an. Ich? Sie verehren den Adlermann und haben mir viele Geschichten von ihm erzählt. Wir haben dich sehr gut beschrieben. Allerdings dachte ich, du wärst größer und deine Nase etwas kleiner. Deiner Lehrmeinung nach, wer bestimmt, was schön ist? Zahlen! Zahlen? Richtig. Schönheit ist eine Formel, die sich aus der Verhältnismäßigkeit aller Körperteile ergibt. Von Finger zu Finger. Von den Fingern über die Hand zum Gelenk. Von da zu den Unterarmen und von den Unterarmen zu den Oberarmen und so weiter. Über den ganzen Körper. Zahlen also. Hab Dank. Du hast mich gerettet und mir eine wunderbare Vorlage geliefert. Sprechen wir mit Priesterin Hexione. Sie wird uns willkommen heißen. Lieber Polykletos, du bist hier. Priesterin Hexione, meine Reise war eine Prüfung der Götter. Doch erblicke das Wunder, das sie uns brachten. Wer ist das? Ich bin Alexios. Der Söldner, von dem du mir erzählt hast. Er erschien wie ein Blitz des Zeus und rettete mich vor Banditen. Der Adlermann. Oh, welch unerwartete Ehre. Ich schaue gern vorbei. Ihr habt schon von mir gehört? Sicher scherzt du. Deine Taten werden vom Wind getragen und den Sternen besungen. Wir sind arm, aber du gibst uns Hoffnung, an der wir uns in dieser schweren Zeit festhalten. Und bald wird eine Statue deinen unvergänglichen Ruhm einfangen. Dass unser Schutzpatron unter uns wandelt und uns mit Glück beschenkt. Ein Wunder! Wir sind auf ewig gesegnet. Solch hohe Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nur froh, dass ich Polykletos helfen konnte. Groß und bescheiden ist der Adlermann. Viele einfache Diener in unserem Dorf könnten ein gütiges Wort eines Helden wie dir gut gebrauchen. Geh und sprich zu ihm. Und wer sind Sie? Da ist die Schäferin, Herifile. Du findest sie in der Nähe der Stelle, südlich von hier. Akathos, der Jäger, besitzt ein kleines Haus am westlichen Ende des Dorfes. Und Menaikas, ein junger Bauer. Ihm gehören die Felder im Osten. Wer ist diese Schäferin und was ist ihr widerfahren? Herifile hat eine kleine Ziegenherde. Kürzlich geschah etwas Schreckliches im Wald. Wölfe rissen zwei ihrer Tiere. Was kannst du mir über den Jäger sagen? Akathos fürchtet, er könne das Dorf nicht mehr versorgen, weil er sich verletzt hat. Vielleicht kannst du ihm diese Angst nehmen. Priesterin, wer ist der Bauer? Menaikas glaubt, er wäre verflucht. Ein Besuch des Adlermannes dürfte seinen Lebensmut neu entfachen. Mal sehen, was ich für deine Leute tun kann. Nicht meine Leute, göttlicher Adlermann. Wir Priesterinnen sind nur Dienerinnen deiner großen Güte. Komm wieder, wenn du mit ihm gesprochen hast. Meine Schwestern und ich bereiten ein Fest zu Ehren deines schicksalhaften Besuches vor. Chiara, was ist mit dir, mein Freund? Bist du wirklich der, dem ein Adler gehorcht? Ich bin von den Höhen des Olymps herabgestiegen, um Linu zu besuchen und seine Bewohner zu treffen. Wundervoll. Ein Segen. Ich bin klein und deine Aufmerksamkeit unwürdig. Genug der Missbilligung. Die Priesterin erwähnte, du hättest ein Problem. Raus damit. Ich habe Schande über mich gebracht. Ich jage für meine Familie und das Dorf. Aber kürzlich rutschte ich aus und verdrehte mir den Knöchel. Ich kann kaum gehen.
Ich bin deiner Aufmerksamkeit unwürdig. Du trägst keine Schuld an der Verletzung. Sprich weiter. Meine Tochter Myrto bestand darauf, an meiner Stadt im Wald auf die Jagd zu gehen. Sie ist mutig, aber unerfahren. Sie ist schon lange fort und ich sorge mich. Ich finde sie. Du musst Akatas Tochter Myrto sein. Ja, und du bist? Ich bin Alexios. Der Adlermann? Diese Wälder können für Unerfahrene gefährlich sein. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht und bat mich, dich zu finden und zu beschützen. Das ist unglaublich. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht von mir. Nein, Kind. Du ehrst deinen Vater. Ich habe versucht, seinen Anweisungen zu folgen, aber Jagen ist schwer. Ich hatte kein Glück mit dem Wild, das er will. Ich fürchte, ich werde ihn enttäuschen. Bei einem Lehrmeister wie deinem Vater weißt du sicher mehr, als du denkst. Bleib nah bei mir und vielleicht kann ich dir einige Hinweise geben. Danke, du bist zu gütig. Das Geheimnis beim Jagen ist, ein Ort zu finden, an dem sich Wildspuren kreuzen. Warte dort gegen den Wind. Pater sagte dasselbe. Ich habe nicht auf den Wind geachtet. Leise. Stimmt. Verzeih. Wir brauchen also Hirschhals? Ja, ganz genau. Die Priesterin baten Pater darum, weil sie deine Ankunft feiern wollen. Er war am Boden zerstört, dass er selbst keinen fand. Wie bereiten die Priesterin ihn zu? Er wird mit einem in den Saft saurer Trauben, Pflaumen und heilige Kräuter getauchten Kiefernzweig bestrichen. Bitte sehr. Hirschhals für deinen Vater. Jagen ist nicht leicht, das stimmt, aber auch nicht unmöglich. Du bist großartig. Ich habe so viel gelernt. Ich besorge den Rest des Fleisches. Warum gehst du nicht nach Hause und erzählst Akatos, was du gelernt hast? Werde ich. Danke. Thank you.
Adlermann. Ich kann dir nicht genug danken. Alexios, hast du genug Fleisch gefunden? Der Wald ist großzügig und Artemis lenkte meinen Schuss. Du kennst Artemis? Das wusste ich nicht. Myrto, beruhige dich. Tut mir leid, Pater. Nein, Myrto. Ich kenne die treffsichere Artemis nicht so, wie du denkst. Aber ich weiß, dass sie gütig auf die Jäger blickt. Zoll ihr Respekt und du wirst so gut jagen wie dein Vater. Ah. Oh, Fee. Ich bin es. Bist du die Schäferin? Du kennst mich. Du kennst mich so gut. Sag mir, was passiert ist. Ich hütete meine Ziegen als... Oh, es war furchtbar. Wölfe, Blut und Geschrei überall. Ist dir was passiert? Nein, du hast mich beschützt. Ich? Ich trage dein Totem und bete zu ihm. Du wachst über mich. Nur... Ich verlor mein Totem, als ich vor Angst weglief. Ich kann danach suchen. Oh, danke. Ich danke dir. Hab Dank. Danke. Wo fand der Angriff statt? Ich führte meine Herde zum Weiden durch den Wald südlich der Stadt. Ich weiß, dass andere dort des Nachts Wolfsgeheul hörten, doch ich riskierte es trotzdem. Erzähl mir von diesem Totem. Es ist nur ein einfaches Ding. Ein Adler aus Holz, nicht sehr kunstfertig. Es fängt nicht im Ansatz deinen göttlichen Glanz ein, aber es hielt mich doch bis heute sicher. Ach, nun, ich wünschte, es hätte dich besser beschützt. Nein, ich muss mich entschuldigen, weil ich es verlor. Ich hatte Angst, du wärst wütend. Nein, nein, natürlich nicht. Keine Sorge, ich suche nach deinem Toten. Wolfsspuren. Der Baum muss hier irgendwo sein. Refil hat diesen Korb fallen gelassen, als die Wölfe angriffen. Eine Blutspur. Das Rudel rannte hier lang. Eine von Herifilas Ziegen. Oder was von ihr nach dem Angriff der Wölfe übrig ist. Das muss der Bau der Wölfe sein, die Herifilas Herde angriffen. Ich sollte nachsehen. Erstaunlich, dass ein Wolf so etwas bis hierher zieht, als wäre er getrieben. Ah, hier ist das Totem. Unverwundbarer Adlermann. Die Priesterin sagte, du hättest mit den Wölfen gerungen wie Ares der Blutige selbst. Woher weiß sie das? Sie verbrennt junge Opferziegen, um Zeichen deiner Reise zu sehen.
Sie sagte, du hast mein Totem. Die Welt ist hart und hat mich geformt. Ich meistere Prüfungen und sehe Dinge, die anderen verwehrt bleiben. Wir verdanken dir alles, o Machtvoller. Wir werden dich nicht enttäuschen. Ja, das weiß ich. Warum hast du mich verlassen, Adlermann? Was habe ich getan, um den Olymp zu erzürnen? Wie kann ich es wieder gut machen? Dich verlassen? Wir haben uns noch nie getroffen. Hä? Wen? Dich? Du? Ja, ich. Sag mir, was los ist. Ich wurde von den Göttern verflucht. Sie sprechen zu mir, füllen meinen Kopf mit Visionen und Ängsten. Ich kann nicht arbeiten und mein Korn geht ein. Wieso strafen dich die Götter? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Seit ich den Hof meines Vaters übernommen habe, reden die Götter Tag und Nacht auf mich ein. Sie lassen mich nicht schlafen, nicht ruhen. Und der Hof macht so viel Arbeit. Was ist das für ein Fluch? Die Götter flüstern Furchterregendes. Sie sagen, der Himmel wird sich öffnen und die Felder fluten. Dunkle Würmer werden aus dem Boden kommen, um sich an meinem Korn und meinem Fleisch zu laben. Die Erde wird sich öffnen und uns verschlucken. Ich werde mich auf dem Hof umsehen. Vielleicht finde ich heraus, was vor sich geht. Hab Dank, Adlermann. Du bist einer von ihnen. Auf dich werden sie hören. Vielleicht. Aber erst muss ich wissen, ob es sich wirklich um das Werk der Götter handelt oder nicht doch um eine irdische Gefahr. Diese Vasen sind den Göttern gewidmet. Wenn Menalka sie zerbrach, könnten die Götter verärgert sein. Demeter und Dionysos könnten sein Korn vergiftet und seinen Geist vernebelt haben. Was für ein hübscher kleiner Kerl. Die Opfergaben sehen vernachlässigt aus. Das ist keine Art, Demeter oder Zeus zu ehren. Das Korn stinkt. Könnte die Fäule den Geist beeinflussen? Ich frage mich, ob das Korn im Silo genauso aussieht. Menalkas ist ein armer Mann. Er hält sich für verflucht. Meiner Meinung nach ist das aber völlig abwegig. Warum abwegig? Wolltest du ihn bestrafen, würdest du ihn einfach zerschmettern. Oder einen Adler schicken, der sein Auge ausbringt. Du würdest wohl kaum die Ernte verfluchen. Würde ich nicht? Natürlich nicht. Du bist der Adlermann, Pfeil des Apollon, Schild des Ares, Kind des Zeus. Kein Gebieter über die Fäule. Das ist unter deiner Würde. Wodurch werden Menalkas Probleme dann verursacht? Eine Krankheit, die das kaum befällt. Und die macht ihn auch verrückt. Das Wasser hier stinkt wie der Styx. Vielleicht sickert die Krankheit in das Wasser. Die scheint mir doch eher ein irdisches Problem zu sein. Kein Zeichen der Götter. Ich habe alles gesehen. Beeinflussen die Götter Menalkas oder gibt es einen anderen Grund für seine Krankheit? Ich sollte mit ihm sprechen. Adlermann, weißt du, warum die Götter mich verfluchen? Eine Krankheit hat die Wurzeln deiner Pflanzen befallen und vergiftet deinen Geist. Was sollen wir tun? Wie beruhigen wir die Götter? Die Götter haben nichts damit zu tun. Ich stecke das Silo mit deiner Ernte in Brand und vernichte die Fäule, um deinen Geist zu reinigen. Ich hoffe, du hast recht, Adlermann. Bursch? All die Arbeit geht in Rauch auf. Niemand sagt, es würde leicht werden. Es musste getan werden. Ich gebe zu, ich fühle mich schon besser. Danke für deine Hilfe und Weisung. Das waren alle, die Priesterin Hexione erwähnte. Ich sollte sie aufsuchen. Ach,
sonderbarer Adlermann. Alle preisen deinen Namen und deine Taten. Meine Schwestern und ich wollen dir zu Ehren ein großes Fest geben. Du wirst unser Ehrengast sein. Wenn ihr es wünscht. Allerdings gibt es noch eine, die von deiner Zuwendung profitieren könnte. Kai Kippe sorgt sich um ihren Bruder. Er ist ein seltsamer Kerl, der vom Wahnsinn gestreift oder von den Göttern erwählt wurde. Ah, da ist sie auch schon. Sprich mit ihr, beruhige sie und dann feiern wir. Bei den Göttern, du bist es. Ich bin es. Du bist es. Bei den Göttern. Meine Gebete wurden erhört. Sprich mit dem Adlermann, mein Kind. Bist du hier, um mir zu helfen? Nun, ich sehe, was ich tun kann. Ja, natürlich. Es geht um meinen Bruder Kallistratos. Er war schon immer sonderbar. Aber im letzten Jahr haben ihn die Götter, glaube ich, verflucht. Nichts gegen dich. Sprich weiter. Dein Bruder. Der Hof meines Bruders liegt in der Nähe des Dorfes. Er bleibt lieber für sich. Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen, aber als ich vorbeiging, hörte ich furchtbare Geräusche. Ich glaube, es ist etwas passiert, aber ich bin nicht mutig genug, um nachzusehen. Ich sehe für dich nach. Danke. Oh, hab Dank, Adlermann. Du bist zu gütig, zu großzügig, zu freundlich. Ich danke dir. Was kannst du mir über deinen Bruder sagen? Kallistratos versucht sich immer an neuen Plänen oder verrückten Ideen. Zuletzt wollte er Hühner züchten, die riesige Eier legen. Jedes Ei ernährt eine Familie, sagte er. Er wollte mit dem Verkauf reich werden. Was ist Kallistratos zugestoßen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ein Löwe oder ein Wolf den Hof überfallen. Von den Geräuschen lief mir ein Schauer über den Rücken. Was auch immer es ist, du wirst es mit ihm aufnehmen können. Wo ist der Hof deines Bruders? Er hat ein großes Gehöft nordöstlich von hier. Er kümmert sich allerdings nicht sehr gut darum. Immer beschäftigt er sich mit verrückten Plänen. Ich besuche den Hof deines Bruders und sehe nach dem Rechten. Da ist er. Bitte, was? Und wer genau bist du? Der Söldner, der dir das Leben gerettet hat. Wie wäre ein Danke? Du hättest nicht meine besten Hühner töten müssen. Deine Schwester hat mich geschickt, damit ich nach dir sehe. Kai Kippe war wegen der Geräusche besorgt, die sie hörte. Und das war sie wohl zu Recht. Dann sag ihr, es geht mir gut. Könnte ich eine Ziege aus Messera mit einem Löwen kreuzen? Oder mit einer Schlange? Das brächte mir sicher ein Vermögen ein. Wenn Zeus bei seinen Frauen als Stier und Schwan liegen konnte, und wenn Königin Pasiphae mit einem Stier den Minotauros zeugte, dann könnte der Adlermann mit der richtigen Partnerin sicher... Ah!
Taxi. Mono de Plaza, Benny, die Chal Kippe, dein Bruder ist wirklich anders. Aber er lebt und es geht ihm gut, denke ich. Hab Dank, Adlermann. Ja, er ist schwierig, doch du hast meine Gebete erhört. Ich werde auf ewig deine treue Dienerin sein. Nun... Die Priesterin haben begonnen, ein großes Fest zu deinen Ehren vorzubereiten. Ganz Linu wird dich feiern. Es wird wunderbar. Alexios, es ist furchtbar. Myrto liegt krank da nieder. Bring mich zu ihr. Das Mädchen war begeistert von der Idee, ein Fest für dich auszurichten. Sie rannte herum, war so voller Eifer und dann brach sie plötzlich zusammen. Bitte, Adlermann, kannst du ihr nicht helfen? Hat jemand etwas gesehen? Hat sie irgendwelche Wunden? Nein, auch keine Insekten oder Schlangenbisse. Doch sie hat Fieber. Was tat Myrto, als sie plötzlich krank wurde? Sie bereitete das Fleisch, das du für das Fest besorgt hast, nach Anleitung der Priesterin zu. Wo ist Priesterin Hexiona jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hörte sie nach Hilfe rufen. Sie beruhigte die Angsterfüllten. Dann verschwand sie. Ein seltsames Verhalten. Ich höre mich um. Vielleicht weiß jemand etwas. Und ich werde nach der Priesterin suchen. Mann, strafe mich nicht mit deinem Zorn! Was? Warum sollte ich das tun? Dein Zorn ist bekannt. Wir wollen dich nur erfreuen, im Gegensatz zu diesem respektlosen Balk Myrto. Was hat Myrto getan? Das wage ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass Hexione Myrto ausschimpfte und sagte, du würdest sie für ihre Tat als Warnung an uns alle strafen. Das ist lächerlich. Ich muss Hexione finden. Adlermann! Was tat ich, das dich erzürnte? Nichts. Ich will nur wissen, ob du gesehen hast, was dem Mädchen Myrto zustieß. Ich sah, dass sie etwas von deinem Festessen stahl. Dann wurde sie krank. Sie probierte es? Ja, verzeih mir. Bitte bestrafe mich nicht. Was? Nein, natürlich nicht. Grauhaariger. Wo finde ich Priesterin Hexione? Ich muss es wissen. Die Priesterinnen haben einen Rückzugsort. Niemand weiß, wo er ist, denn er verbirgt sich vor dem einfachen Auge. Ich darf nicht mehr sagen, sonst beleidige ich sie oder dich. Diese Frauen sprechen nicht für mich. Sag es mir, oder ich werde wütend. Ja, natürlich. Sie ziehen sich in eine geheime Höhle hinter der Grenze zu Ebis zurück. Zeit zu reden.
Axione, warum bist du aus dem Dorf geflohen? Ich ging, um mit meinen Schwestern zu sprechen. Wir müssen herausfinden, warum das Mädchen zusammenbrach. Hat Linu den himmlischen Adlermann beleidigt? Oder werden wir von größeren Mächten des Olymps geprüft? Prüfen die Götter unseren Glauben oder deinen? Sprich nicht in Rätseln! Sag mir, was du meinst, oder stell dich meinem Zorn. Zürnender Adlermann! Wir wollen nur, was du willst! Ich will wissen, was Myrto zugestoßen ist und ihr helfen. Wir haben für eine Antwort gebetet und sie erhalten. In der Heiligen Höhle gibt es eine Pflanze, die sie retten kann. Doch für uns Sterbliche ist der Abstieg zu gefährlich. Ich werde sie holen. Bah! Bei Zeus, welch eine Bestie! Die Priesterin wollen mich einem Bären vorwerfen? Mann, Leidjes. Erst der Bär, dann die Pflanze. Hoffen auf einen gepeinigten Gott, nicht auf einen wütenden Söldner. Da, halt! Diese Pflanze eignet sich allenfalls für die Schweine. Sie wird nicht helfen. Malaka! Axione, dein Bär ist tot. Du bist hier. Du lebst. Oh ja, und ich bin wütend. Ich hoffe, ihr habt ein Gegengift für Myrto. Sonst... Sonst was? Haltet eure verlogenen Münder! Ihr habt Myrto vergiftet, um mich zu verletzen. Und als ich euch fand, wolltet ihr mich an einen Bären verfüttern. Ja. Nein! Das wollten wir nicht! Das wolltet ihr nicht? Ihr verlogenen Malaches! Ihr habt Linu um den Finger gewickelt und lasst euch von den Bewohnern in meinem Namen versorgen! Das stimmt! Richtig, o Himmlischer! Ich bin kein Gott, ihr diebischen Elstern! Gebt mir das Gegengift für Myrto oder ich spalte eure Schädel! Und jetzt geht! Κατεκάψατο όταν τι αρτοποιείον ενεφρίστη. Εκλειμώτο επειδή ο αρτοποιός σου προτέθηκε το οργανείο αυτού. Εκλειμώτο επειδή είναι εκείνος ενώ
habe Medizin für Myrto. Schnell, geben wir sie ihr. Alexios? Roy. Sie ist gerettet. Das war knapp. Das müssen die Dorfbewohner erfahren. Legt in eure Herzen. Ihr werdet erkennen, dass ich nicht göttlich bin. Ihr kommt allein zurecht. Vielleicht hast du recht. Doch du hast Myrto gerettet. Das vergesse ich nie. Hab Dank, Adlermann. Du gibst uns den Mut, auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn ich deine Statue fertiggestellt habe, wird sie das Dorf an deine Botschaft erinnern und ihnen als Inspiration dienen, für sich selbst zu sorgen. Du bist nicht den einfachen Weg gegangen. Es ist gut zu wissen, dass wir unseren Weg bestimmen, egal was die Götter wollen. Ich hoffe, wenn ich groß bin, bin ich so mutig wie du. Ich bete regelmäßig zu Demeter und sie spricht zu mir in meinen Träumen. Sie sagt mir, wie glücklich sie ist. Wenn ich mein besonderes Korn an das Dorf verkauft habe, spricht sie auch zu den Bewohnern